Eltern erleben, wenn sie den Tod eines Kindes erleben mussten, häufig, dass andere Menschen irgendwann ihnen ausweichen. Es ist schwierig, offensichtlich für andere Menschen, den Kontakt zu halten, weil sie unsicher sind, sie wissen nicht, wie sollen sie sich verhalten. Und dann erleben sehr häufig, Eltern sehr häufig, dass sie regelrecht gemieden werden. Hier kommen sie mit Menschen zusammen, die Ähnliches erfahren haben und sie brauchen keine großen Erklärungen abzugeben, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Und allein das ist schon Trost. In diesem Gottesdienst geht es darum, den verstorbenen Kindern einen Platz zu geben, den sie eigentlich haben. Aber das nochmal deutlich zu machen, sie haben einen Platz und zwar in den Herzen der Menschen und in den Herzen der Eltern sowieso. Und wir wollen auch vermitteln, dass diese Kinder nicht nur einen Platz in unseren Herzen haben, sondern auch im Herzen Gottes. Ja, das Motto sind Hände. Für mich knüpft das sehr schön an den Vers aus dem Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. Und dieses Handreichen zwischen Eltern und Kindern ist ein Thema dabei, dass Menschen sich überhaupt einander die Hand geben und an der Hand fassen, ist ein weiteres Motiv. Es gibt einen internationalen Gedenktag der verstorbenen Kinder und das ist der zweite Sonntag im Dezember. Also nicht der zweite Advent unbedingt, aber es ist der zweite Sonntag im Dezember. Auch hier spielt es eine ganz große Rolle, dass das an diesem Sonntag stattfindet, weil das den Eltern auch noch mal die Versicherung gibt, rund um den Erdball gedenken Menschen der verstorbenen Kinder und es gibt so eine symbolische Handlung, dass betroffene Familien an diesem Tag, wenn die Dämmerung einbricht, eine Kerze ins Fenster stellen.